Bisschen höher, ja, Ja. klar. Ja. 200k kostet AV1. 220, ja, 220 kostet Maximum immer. Und 150 für Mediums. Wie null ist das? So hat mich das nie interessiert, das hat mich deshalb auch nie aufgeregt, aber seitdem mir Daniel gesagt hat, wie die Punkte sind, Das ist bei reg mir ich immer genauso, auf, ja. oh, ich bin schon wieder low hier, was eine Kacke. Wie gesagt, früher hat es mich nie interessiert. Einer drawn together? Ich denke mal nicht, ne? Natürlich. Ah, okay. Alles klar, Wollknäuel. Dann nochmal. Drawn together ist geil. Bisschen bescheuert, aber geil. Oh, ich da ist brauch ja was. Oh, Bus. Ja, ich fahr mal hier hinten rum und gucke mal, ob ich eben. Fahr mal. Hab ihn. Das war aber auch verdammt knapp, weil ich gebe ja zu, ein bisschen hat er mir schon wehgetan. Rille, 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 rille. Und ich stehe in einem hochexplosiven Fass, das passt. Was soll da schon passieren? Das wird super. Ja, eben. Muss mal gerade mal das Besatzungsbügel holen. Du, dann hat dir die wehgetan. Da hatte ich aber echt Glück, dass ich mit dem blöden Krompel mit keinem Filler die R3 mit einem Schuss rausbekommen habe. Doch, eine R3 hier. Ach, ist weg. Ach, mal einen Rückwärtsgang hier wieder rauskommen. Super. Rechts von mir. Ja, ich hänge hier halbwegs fest. Okay, ist er weg? Ja. Da war noch was oder wie? Schießt noch einer. Ich fahr mal gucken. Kann sein, dass da noch was ist. Ja, ich fahr mal gucken. Oh ja, hier vorne. Oh ja. Ich will auch was. Nein, du musst Abschlusshilfe. Ja, hört auf zu klagen. Ihr wolltet, dass ich Panzer fahre, dann eskaliere ich halt. Ganz oder gar nicht. Aber die Crusader AA ist auch geil. Da ist nichts dran zu meckern, was cool die da fährt. Das stimmt. Ich will mal Richtung B gucken, oder was? Klar. Bester Spot, das gefällt. Oh, da hinten fällt einer durch. Da hinten, hinter dem Haus jetzt. Hm. Irgendwie nicht, aber Hab ich will mich nicht drauf verlassen. Er brennt. Schön. Er brennt nochmal. Kein Durchschlag. Down. Abschusshilfe. Da kommt was angefahren. Och Mensch. Oh, das ist aber so weit hinten. Wir würden zu B, dachte ich. Ja, ich auch. Das zieh ich jetzt auch durch hier. Da steht was bei B. Da kommt was. Jawohl, ja noch. Überall. Hier. Der kommt jetzt vorgefahren. Ah! Von links ist auch einer. Mal runter raus. Und da ist einer. Da, ja. Komm nicht ran. Da komm ich nicht ran. Mein Motor ist raus. Fuck. Ich brenne. Ja, ah, ist der hin. Ich komme den Sack nicht dran. Ständig im Motor raus. Ja, ja. Ich brenn schon wieder. Also der muss raus hier bei mir. Kümmert du.
Ach du Scheiße, was kommt denn da alles an? Ich sag's ja. Auf Erprobungsgrund war das. Das war mein Gunner. Ich wünsche schon, ich könnte wegfahren. Das war meine Kette. Der Hybridschirm steht immer noch an der Seite. Alter, dieses Honda-Kfz, ey, übel. Alter, P40 ist klar. Das war's für mich. Mit einer HE? Okay. Agi ist schon wieder weg, ne? Ja, ja. Tja, Schlag auf Schlag. Ich komme jetzt nach A. Ich komme fliegen. Ne, Flieger auf Schweden ist gar nichts. Ich komme mal nach A. Jetzt fahre ich dem Kurdi hinterher, der fährt Richtung B. Ja. Das soll so sein. Ich habe doch besser einen Flieger genommen. Na ja, gut. Von Seite komme ich da nicht durch. Bei dir. Warte nochmal, wo ist der? Ich bin hinter dir. Rechts von den Häusern da. Oh, da kommt noch mehr. Der Hybridschirm, der Kumpel. Ja. Ganz viel sein. Viele Flieger drin, viele Flieger drin. Abschusshilfe. 40. Ah, der fahrt wieder drin aus dem Gewehr. Aus Rohr zu fahren, ohne Scheiß. Au! Vorne rechts! Da! Panzer 4! Ist raus? Eine Kanone ist hinüber, ich muss reparieren. Ja, ich auch. Nicht nur meine Kanone, aber der Panzer ist raus. Danke. 19 Sekunden. Selber. Oh, na klar. Ja, jetzt muss ich mal ein paar 30 und reparieren. Ich dachte, ich könnte dir helfen, hab's abgebrochen, ich Idiot. Und sie auch wieder genommen. Ah, Mann. Jetzt kann Mann. Ich dir helfen. Danke. Aber ich habe nur noch 2 Crewmitglieder, einen Schuss und ich bin weg. Ich habe auch nur noch 2, tröste dich. Wenn ich jetzt jedem von euch einen abgebe, dann habe ich selber noch 3. Passt, dann hat jeder 3. Na, ist auch gut, war eine Leiche. Dass hier immer noch so oft Leichen. Ja, wie oft fahre ich den Panzer? Och nein, warum? Rush ihn! Gracias. B wird gecapped. Und weiter zu C fahren oder wie sieht der Plan aus? Ich würde erstmal gerne B sicher haben, da ist nur einer von uns drin. Okay. Und dann hole ich mir auch ein neues Crewmitglied. Genau. Ja, das ist eigentlich gar nicht die dümmste Idee. 5 Abschusshilfen, ich fasse es nicht. Mal gerade ein neues Mitglied holen hier. Ah, ja. Danach kümmere ich den C-Brettern. Oder A. Wie sich das entwickelt jetzt hier, wo die alle hinwollen. Guten Abend. Hey, Mittag. Mittag. Ich habe Ari auf A gesetzt. Woody. Da altes Haus. Da noch älteres Haus. Alles gut für euch. Na, jetzt zieh mal C durch. Hier vorne ist der Panzer 4. Gewesen. Ist ja auch noch. Ein Stück auch noch. Ja. Lasst mich fahren. Schließt Alliierte oder so. Besser. 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 Oh, besser. Natürlich. 30. Als Stück für mich. Ja. 30. Ich glaube, das ist ein Brenz. Hat geschossen. Ab.
Was kann besser als 4-7 sein? 3-7. 3-7. Feindflieger erkannt. Und ist down. Ist down. Ja, ich bin aber auch noch kurz hier so für vielleicht 2-3 Gefechte. Ja, ist auch meine letzte Runde hier. Dann bin ich kurz raus und komm vielleicht später am Abend nochmal. Noch Feuerlöscher, ja, ne? Ja, ja. Muss reparieren. Danke. Mein erster Abschuss, nicht mein zweiter schon. Wollen wir umdrehen, weil schon so viele Blaue zu C fahren? Wie die das schaffen da? Aber zwei andere fahren auch zu A, ne? Dann lass jetzt auf dem Weg bleiben. Da sind einige in die Zone. Aber. Stimmt. Ich sehe mal keinen, der auf euch zukommt von C aus. Okay. Na. Vermutlich können wir gleich wieder zurückfahren zu B. Ja. Ja, fährt gerade einer rein. Auf Marke. Ari ist drauf. Yep. Die werden aber wohl Schwierigkeiten haben, so wie es aussieht. Ja, da steht ein Stug. Gut, der ist aber was Schnelles reingefahren gerade in B. Ebenso nebenbei, Gurdi. Kannst du den weiter für uns markieren, Marco? Ich sehe den nicht, Papi. Ah, jetzt ist er raus. Okay. Ah, ein Sonder-Kfz. Müsste aber zu zweit gewesen sein, glaube ich. Dann haben sich auch beide hinter der gleichen Ecke versteckt. Ja, ich nehme nicht ein. Da, ja. Hinter dem Wrack, hinter dem Wrack! Ausnehmen. Hab ihn kritisch getroffen. Irgendwas hat er raus. Ah, Kenbridge. Der Richtschütze. Kenbridge ist weg. Der Schütze. Oh, die nächste Abschusshilfe. Achso. Oh, das ist ja auch schlau geschossen. Ari, ist es noch was in der Nähe? Ja, wir verlieren C und A. Oh, ey. Sollten aber zu A, glaube ich. Ja, wir sollten zu A fahren. Der aus C ist noch jemand. Bei C, der ist nur durchgefahren. Okay. Pass auf, wie gesagt, Stuck war bei A, ne? Nicht, dass der uns gleich entgegenkommt. Okay. Wenn du auch aus großer Entfernung die Fahrerluke gut triffst. Ach, erst das Getriebe und dann... America, fuck yeah. Er hat einen M24 mit einer fetten Amerika-Flagge. Siehst du nichts bei A, Marco? Ne. Der wird bestimmt da campen dann. Ich habe ein anderes Problem. Ich höre gerade einen Fallflieger. Und weiß eigentlich so ganz, wo er ist.
Ich fahr von der anderen Seite ran, ja? Also, der ist auf jeden Fall drin in A. Ich höre ihn. Er hat gerade T50 rausgenommen. Fahr was raus. Das wird wohl mal wahrscheinlich dein Kill werden. Ich schütze es raus. Flieger ist raus. Darf ich drauf schießen? Sorry. Ja. Das, ja. Hey, geht wieder weg. Wo wieder? Ari auf B. Das ist eine gute Idee. Uli, du bist aber erster mit da deinen... Da kommt noch einer nach B reingefahren. Ja, wir sind noch nicht bei B. Ich sag nur, guck mal, da reingefahren. Oh, und es ist ein Panzer 4, der drin steht. Artillerie, haben beide Kette kaputt gemacht. So. Mach ja heute den Mechaniker, das ist jetzt glaube ich schon die fünfte. Gracias. Nee, drin. Ja? Nee. Bin halt wieder zurück. Auf jeden Fall Panzerjäger mäßig bei B. Da sind aber noch viele von denen hier. Ja. Wir machen hier heute Kilometer. Ich will jetzt hier keine Begrenzung mit dem Sprit. Ja, genau. Ja, komm, gib Gas hier. Alles zu offen hier, ne? Ja. Marco, siehst du was bei B? Ah, nee. Ich war gerade bei C gucken. Okay, mindestens Panzer 4 bei B. Spannendes Match. Wir sehen. Ich mache weg. Läuft. Oh, Gott. Läuft. Jetzt holst du die ganzen Kills auf, die du gerade nicht gekriegt hast, ne? Ja, genau. Ich hab's dann gedacht vorhin. Bei der nächsten Runde schwinge ich mich an. Au, ich hab was von rechts gekriegt. Hier durch die Straße. Aber der war vielleicht noch ziemlich weit weg. Gucken, ob er vielleicht gleich kommt. Muss ich den reparieren? Komm schon vor. B wird nicht gecapt, ne? Nur so nebenbei. Panzer 4 down. Jetzt kappen wir's. Ich dachte, das war der einzige. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ich hab auch so sehr auf Klappen gedrückt, ich Idiot. Jetzt sind sie beide weg. Braucht auch kein Mensch. Überbewertet. Jetzt wird's ein bisschen überschaubarer gegen das Team. Ja. Könnten wir schon mal Flieger bringen, ich hab erst einen. Stefan? Ja. Kannst du nicht mehr spawnen? Nein! Ich kann nicht mehr spawnen. Ich okay. Guck nur noch zu. Schade, ich habe lange nichts von dir gehört, deswegen habe ich mal gedacht, ich frage mal nach. Ich bin im Spawn eingeschlafen. So wie Mr. Bean hier bei dem verrückten Rennen. Ich habe so lange keinen Mr. Bean mehr gesehen. Letztens auf YouTube habe ich gesehen, dass es eine Sammlung gibt. Habe ich mal... Mr. Bean finde ich nicht schlecht, aber bleibt hinter dem Haus besser. Hey, und da hat er wieder A verlassen. Hört jetzt bestimmt nach B rein. Hast du was? Lol, hier wird mein Sprit eher knapp als in der Luftschlacht. da fährt er lang. Unserem Spawn quasi. Ist das was Leichtes, so schnell wie das war? Weißt ist jetzt hinter dem Fabrikgebäude. Ah, ich kann ja nur pingen, wenn ich direkt drauf zeige. Also nicht ganz da. Der ist schon wieder weg. Den war auch noch da. Ich fahr wieder außen rum, links außen, Kurdi. Bin da drin.
Das große braune Backsteingebäude, oder was meintest du? Oh nein, hier vorne. Jetzt recht drauf fährst. Bill, mach ihn weg. Erledigt. Nur kurz. Seht ihr da Kill noch? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Das war doch mal eine anständige Runde. Ja. Aber viel Kohle gibt's nicht bei mir. 50.000. 68.000. Welche Schlachtaktivität von 98%? Jetzt überlege ich mir. 5. Wann sind die denn erforscht worden? Ist der Cromwell 5 nicht später gekommen? Normalerweise würde ich sagen ja. Ja, normalerweise. Also, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Cromwell 5 vor dem 1er. Im Baum, ja. Im Baum, Baum ist, genau. Ist er definitiv, aber es wundert mich, wieso er eigentlich so schlecht ist von den Werten her. Also, er hat eine größere Gun, aber die Durchschlagskraft ist nicht so berauschend. Die haben sich halt verschlimmert besser. Die wollten was Neues ausprobieren. Das nehmen die dann. Statt einfach den Cromwell 1 weiter zu benutzen, nehmen die dann den Service. Ja, natürlich. Ja. War ja zumindest mal die 5. Erweiterung von der Modellreihe. Die muss ja nicht unbedingt besser geworden sein. Ich meine, würde man natürlich erwarten, aber... Sieht man ja an den Franzosen. Eben. Die sind ja über die Jahre hinweg auch nicht besser geworden. Obwohl die ja eigentlich wüssten, wie das geht mit ihren ganzen Champagner-Schaumbein. Genau. Das ist es aber. Sie wissen das Leben zu genießen, aber nicht es zu verteidigen, sozusagen. Oh. In B ist schon was. Oh, wieso? Halber Marker für Ari. Kleines bei den Holzstämmen hier. Ari ist drauf. Nö. Doch, da war vorhin was. Ich glaube, dieser... Ja, da ist auch was. Hier was, vielleicht Italienisches. Ja, oh. Direkt vor mir. Es schlagt mich auch gerade schon. Weg. Danke. Komm, nächstes Mal. Ich krieg meine Ari, bitte. Deine Ari kriege ich, glaube ich, gerade voll ab. Ein bisschen weiter rechts hingesetzt. Auch auf Punkte. Hab ich nicht mehr. Ich brauche Basis-Obungs. So, schon mal gerade noch was Besatzungsmitglied hier. Vorsicht. Peter kommt oben auf den Hügel. Schießt schon irgendwas. Ja, das hat mich auch erwischt, mein Fahrer ist raus. Ja, auf dem Hügel ist ein Schwede. Alter? Die alt sah mir da nicht aus. Könnte auch ein junger Schwede gewesen sein. Aber alter Schwede hat der mich rausgeschossen. Eisenbär, du wirst beschossen. Ich merke es. Fuck, von da. Zu niedrig gezielt. Richtschütze. Er macht erstmal nichts mehr. Gekrittet, Lader. Dahinter steht aber noch einer. Wie, dahinter steht noch einer? Wo? Ja, steht noch irgendwo was dahinten. Der Schwede ist beschädigt, lebt aber noch. Aber hat's jetzt verzüpft. Ja, den hat gestern nicht. Hilfe, der Schwede ist raus, der Peter gekillt hat. Sehr da schön. Steht der jetzt. Sieht gar nicht so gut aus für Gegner, wa? Nee. Naja, ich erinnere dich an die Runde, die wir eben noch sehr knapp, aber geil gewonnen haben mit meinen Mega-Abschüssen. Da haben wir auch schon mittendrin gesagt, das wird nichts mehr. Aber dieser Matilda Hedgehog, für was ist der gut? Also ich meine, was kann der besonders? Gut. Artillerie verschießen. Punkte für den Gegner generieren. Ach, diese Artillerie, da musst du aber auch irgendwie
lauter Sonderabschüsse abgeben, um da was zu treffen. Korrekt. Toll, ich bräuchte Basis Oberungsserie. Hey. Genau. Zieh mit dir. Nö. Eisenbär, 6 Kills, läuft. Dicker Max auf gelbem Marker. Oder Stura Emil, eins von beiden. Ich fahre Richtschütze, Ladeschütze, Getriebe. Funktioniert gezielt. Nichts passiert. Und weg, Problem. Nee, Ziel unbeschädigt. Gibt's ja gar nicht. Ich krieg auch nur Hits. Was hält denn der aus? Scheiß Wirbelwind, lass mich in Ruhe. Jetzt bin ich auch leer, jetzt muss ich erstmal wieder nachladen. Wirbelwind. Hits. Wirbelwind. Fallen Flieger drin? Ja. Alter Bombenteppich! Alter Schwede, ey! Mädels, 4 Feinflieger. Ich hab hier jetzt auch ein bisschen. Hab ich aber gut überstanden. Was war das denn? Eine BV? Ja. Meine Fresse. Einmal quer über B gebombt. 2 BVs sind drin. Ich komme auch im Flieger. Also, das ist schon richtig gut. Markus, Spaß mit deiner Spitfire. Kannst du doch schießen, bis du schwarz wirst, bis die Dinger runterkommen. Ja, man ist halt gerade mal angeflogen, weil es gepasst hat. Alter, wieder trifft. Aua, 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 aua. Ja, Back to base? Back to base? Ja, ich denke, ja, Artenau ist auch zu nichts zu gebrauchen. Irgendwas ist bei mir, Marco. Mhm. Ja, 2 Flieger. Okay, du bist eine. Ohne einen Treffer. Was ist ein hinter dir? Versuch's. Ist down. Jawohl, dann gehe ich jetzt auf den anderen nochmal. Ja. Da ich schöne Schlauch. Okay, dann jetzt hier kann der. Sein, dass der mich anvisiert oder wo ist der? Ist der vor dir? Ah, da. Ah, die BVs kommen nochmal zurück. Kritisch. Nochmal kritisch. Langsam mal down gehen, du bist zu nah dran. Der wird down gehen. Ja, Richtung Racer. Der steckt, ne? Er landet. Nicht in meiner Schicht. Geht doch trotzdem als dein Kill, wenn der landet. Jetzt fliegt auf die Bäume zu. Und tschüss. Das gilt als Crash! Was jetzt, wo ich ihn haben wollte? Verdammt. Ja, hast recht. Mein Fehler. Egal. Alter! Hier kommt nochmal eine BV rein. Ich. Ah, ne, die fliegt raus. Wie gesagt, an. Bomben, Bomben, Bomben! Oh, da hat's mich weggezogen. Ja, ich hab kaum noch Munition. Eisenbär ist Man of the Match. Double Ace.
würde noch mehr gehen, wenn ich mein Munitionsfach schon wieder komplett leer geschossen wäre. Ich muss erstmal wieder Munition holen. Aber eh gewonnen. Ja. Ich bin gar nicht mehr aus dem Spawn rausgekommen, oder wo stehen die alle? Nee, sind sie nicht. Ich habe den Wirbelwind auch im Spawn beschossen. Was eigentlich nicht meine Art ist. Aber wenn der halt die ganze Zeit auf mich ballert, während ich den davor stehenden, was war das? Was war das andere, was wir noch beschossen? Den, genau, der dicke Max.